Jo Moin, im heutigen Clash Royale Video gibt es wieder einen Leather Push. Gestern im Stream haben wir für ca. 120 Euro die Scaling Ranks auf Max gemacht. Vielen, vielen Dank an den Code Morten benutzt, weil das hat das möglich gemacht. Scaling Ranks gemaxt, jetzt haben wir dieses RG Deck endlich Max. Wir sind relativ hoch in Leather gepusht. Es waren nice Games dabei, wir sind ca. 3 Pokal hochgepusht und jetzt sind wir wirklich in der Form, dass wir wirklich Season Ende was reißen können. Montag ist Season Ende, wir sind jetzt ungefähr Top 60, Top 50, Top 40 global, was auf jeden Fall eine gute Position ist. Wir sind nicht so hoch, wie ich noch will, aber es ist ein guter Anfang und heute Abend ab ca. 19:30 Uhr im Clash Royale Livestream werden wir weiter oben angreifen und wollen so eine gute Position bis zum Season Ende arbeiten. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale Videos auf den Kanal verpassen wollt, ist sehr gerne nach oben da, lasst sehr gerne ein Abo da und denkt gerne auch an Code Morten im Shop. Könnt ihr auch ein Brawl Stars und Clash of Clans eintragen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der es tut. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit dem Video. Bis heute Abend. Viel Spaß. Also was für 20%? Niklas Hank, danke für mich am zweiten Monat. Moin, was geht? Vielen, vielen Dank für den zweiten Monat. Holy shit. Danke. Danke für den Support, Jungs. Alter. 13.000 Bits, 38 Subs, 20 Euro Spenden. Über 140 Follower, das ist echt ein 10. Ich habe 10, tut man selbst ab. Ja, okay. Eisburg, glaube ich, schwierig. Nicht so nice, gefällt mir nicht. Timsen wird erstmal gefrontet. Oh, legendär. Ich weiß nicht, September ist nicht so nice. Ich weiß, was ich nice finden würde als September. Einfach, dass jeder Sub auf Twitch die Hälfte kosten würde oder 20% weniger, wisst ihr? Das wäre nicer. Das Ding ist, Twitch würde nicht mal ein hartes Minus damit machen, glaube ich, weil einfach viel mehr Leute subben würden. Jeder Sub auf Twitch kostet 20%. Echt? Also Leute, wenn ihr mich supporten wollt, ist das echt so? Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne mich günstiger jetzt subben durch September, anstatt, oder ist das eine Lüge? Ich bin nicht so krass im September-Business. Nur eigene Subs. Ja, okay, dann halt nicht. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mich subben würdet, Jungs, wenn ihr mich supporten wollt. Jeder, okay. Also, wenn man schon mal, habe ich jetzt richtig verstanden, wenn ihr schon mal bei mir gesubbt habt vor ein paar Monaten und dann resubben wollt, kostet es 20% weniger. Aber wenn ihr jetzt frisch subbt, kostet es immer noch 5 Euro. Habe ich recht? Hey Leute, er ist dran. Er ist nicht gecheckt. Ich habe recht, perfekt, okay. Also Leute, ihr könnt mich trotzdem gerne mit Twitch beim Subben, das ist kostenlos. Ich hab noch nicht gerecht. Nein, auch 4. Hä? Hä, kostet der erste Sub auch... Hä? Also, wer von euch... Achso, bei jedem Stufe 1... Okay, Leute, also viele von euch haben ja noch nicht gesubbt. Und bei euch, die jetzt noch nicht bei mir Sub sind, wenn ihr jetzt auf das Sub-Dings geht, steht, dass es bei euch 4 Euro kostet. Ja, okay. Also Leute, wenn ihr mich diesmal kostengünstiger subben wollt, könnt ihr das gerne tun. Sub kostet 1 Euro weniger. Würde mich freuen, Jungs. 3,99 € kostet jetzt ein Sub. Wenn ihr euch überlegt habt, yo Morten, ich wollte schon länger supporten, aber ich möchte 1 Euro sparen, dann ist jetzt euer way to go. So könnt ihr 1 Euro sparen. Würde mich freuen, Jungs. Aber natürlich nur, wenn ihr das Geld übrig habt. Danke an jeden Einzelnen, der mich hier supportet. Ja, am Handy kostet es eh mehr. Ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr am Handy subbt, macht es über den Browser, weil da kostet es weniger. Aber niemals am Handy so über die Apps subben. Das ist nicht der Shit. Außer ihr wollt arm werden, aber das will eigentlich, glaube ich, niemand. Oh mein Gott, der Heathbild kann so broken werden. Welcher Heathbild? Ich hab Angst, dass er uns Rocket cycelt. Finde ich so nice. Wieso kein Hit? Gönn doch, Alge! Egal, wir Feuerwehr cyclen jetzt, dann kann er uns eigentlich nicht Rocket cyclen. Wenn wir es trotzdem.
juckt ihn anscheinend nicht so richtig. Schade. Das klappt doch niemals, oder? Klappt das? Einnahmen ändern sich nicht. Also ich krieg das gleiche von dem Sub. Soweit ich es weiß. Oder? Ich sollte eigentlich das gleiche vom Sub bekommen. Und wenn nicht, dann wäre es mir relativ egal. Ich mach's ja nicht wegen des Geldes wegen. Wie ist du mit Vornamen? Ich heiße Günther. Mohamed Parsa. Alter, 150 Follower. Auch vielen, vielen Dank dafür, Jungs. Ich bin 1,97, Jungs. Das ist schon richtig alles so. Das ist schon alles richtig so. Ich heiße Günther. Wusstest du das nicht, Wolfstochter? Hallo Günther, moin moin. Was geht? Alles fit bei euch? Wie geht's euch? Halten einen Monat das Eis nicht. Hör weg, Luca. Wegen dir sind Leute arm bald. Ich bin nicht so ein Fan von diesem. Digga, dieses Deck ist so AIDS. Günther Royal. Holy shit. Günther Royal. Irgendwie ist es nicht so nice gegen... Ich hätte vielleicht Feuerwehren sollen. Aber ich dachte mir, wir safen lieber das Elixier. Frage ist nur für was, ne? Dann geh mal rein, die Spiele. Okay, es sind der Man 2 jetzt. 3 jetzt sogar, klar. Nicht reichen. Und die Opposite ist sehr, sehr fragwürdig. Sein Dings war aber auch fragwürdig. Was war das für ein Graveyard? Er hat ja so hart reingekotet. Er hat ja wirklich so hart weggeworfen. Er hat ja wirklich so hart reingeschissen. Oh, nee, Digga. Was hat er nochmal gespielt? OG. Nicht so nice. Ich feier es nicht so mit. Skatings gegen Anti-Use zu spielen. Da ist aber was drin. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ist das ernst gemeint vom Game?
Warum wurde mein Fischermann nicht. Warum wurde sein Fischermann nicht gezogen? Och, Digga, warum? Zumindest zwei Hits, das wäre nice. Ja, sollten zwei sein. Was macht er jetzt? Das locker gut. Fischer. Digga, WTF! Wir growen mal die Skellies. What? Also, wir haben ihn doch gerade die Ehre genommen. Gutes Game. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Plus 24 Trophäen. Wichtiges Game. Let's go, wir sind back.